H3.3. Geben Sie mit Hilfe des Graphen zu f an, nach wie vielen Jahren die Einwohnerzahl von Niger 25 Millionen betragen würde. Ich soll jetzt also aus der Zeichnung auslesen, nach wie vielen Jahren die Einwohnerzahl 25 Millionen beträgt. Die Einwohnerzahl ist auf der y-Achse markiert, also suche ich hier den Wert bei 25. Das wäre hier der Fall. Und schaue jetzt einfach nach, bei welchem x wäre das der Fall. Das wäre also dieser Punkt. Und wenn ich jetzt nach unten gehe, kann ich dementsprechend den x-Wert ablesen. Hier in diesem Fall gilt jetzt eine gewisse Zeichenungenauigkeit. Diesen Punkt hier habe ich zum Beispiel etwas zu tief gemalt, aber ist durchaus noch im Rahmen. Und wenn ich jetzt dann hier ablesen würde, würde es eine Antwort ergeben nach circa 15 Jahren. Man sollte jetzt auch genau ablesen, wenn man zum Beispiel diese Striche genau auf den markierten Kästchen entlang runterfährt, dann trifft es auch genau die 15. Dann sollte man auch 15 hinschreiben. Wenn es etwas daneben verläuft, dann wäre 15 Jahre natürlich nicht korrekt, weil es deutlich neben der 15 liegt. Aber ob es jetzt dann 14 oder 13 wäre, kommt dann auf die Zeichengenauigkeit drauf an.